Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze hier bei Borgheide News TV. Das Wochenende ist vorbei, die Winterferien sind vorbei, Schnee gab es nicht. Aber wir haben es wieder mal geschafft, unsere Kamingespräche in die Gänge zu bringen, wie ihr sicherlich schon auf unserer Borgheide News Seite gesehen habt. Könnt ihr natürlich auch mal in unseren YouTube-Kanal schauen. Und was wir auch gemacht haben, war, was ich ganz toll fand, war zum Beispiel dieses Image-Video, was ich mit Max zusammen gebastelt habe für seine Schülerarbeit. Hat der richtig gut gemacht dafür, dass er das erste Mal so hinter der Kamera stand. Und das ist natürlich so ein schöner Eingangsarbeit für unser richtiges Image-Video für Borgheide, was wir ja dieses Jahr noch basteln wollen. Jo, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber apropos, in diesem Zusammenhang überlegen wir, ob wir unsere Eingangsmusik für Borgheide News TV ändern, also zum Intro. Wir haben nur eine Menge Borgheider Musiker. Vielleicht kann ja uns jemand so ein schönes, richtig frisches Intro basteln, also so ein schönes Musik-Intro. Das wäre nicht schlecht. Vielleicht möchte uns ja jemand dort unterstützen. Jo, dann gibt es natürlich Informationen von der Gaststätte am Waldbad. Auch da geht es weiter mit dem Dart-Turnier und zwar diesmal am 16.02. ab 19 Uhr. Und die Truppe im Waldbad bittet um Voranmeldung, weil wenn 15 Spieler da sind, ist doch schon die Grenze fast erreicht, wie überhaupt mitspielen können. Ich glaube, es können mal so 8 pro Spiel überhaupt mitspielen. Da sind wir dann bei 16. Dann sind die Möglichkeiten für Startspiel schon ausgeschöpft und so viel Platz ist in der Gaststätte ja auch nicht. Also wie gesagt, nächstes Mal Dart-Turnier am 16.02. ab 19 Uhr in der Gaststätte am Waldbad. So, dann möchte ich nicht vergessen, unser Abenteuer Afrika noch mal ein bisschen anzuheizen. Und zwar geht das los am 24.02. im Hotel Fliegerheim. Also wer Lust hat, sich die Abenteuer von B2B live in Bild und Ton anzuschauen und anzuhören, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn Marcel von seinen Abenteuern bei der Rallye Dresden Borgheide natürlich Dakar Banjo erzählt. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es dabei geht, schaut einfach mal in unseren YouTube-Kanal und natürlich auch auf Facebook zu finden. So, dann gibt es noch eine Information vom Waldbad Borgheide. Der Vorstand bittet darum, dass wie jedes Jahr rechtzeitig die Überweisung der Mitgliedsbeiträge stattfinden, jedenfalls bei denen, die keine Einzugsermächtigung haben, weil dort muss man dann ab und zu auch mal hinterherlaufen. Also diejenigen, die ihre Mitgliedsbeiträge überweisen, husch husch, schnell noch einen Überweisungsträger fertig gemacht und dann freut sich das Waldbad. So, jetzt kommen wir nochmal zum Sport. Da gab es ja wieder was Richtiges, richtig Cooles und zwar Sonntagmorgen um 9.30 Uhr. Da saß ich beim Frühstück, ehrlich gesagt, fast zu früh für mich. Da haben die BSV 90 Frauen schon die Stadthalle in Treuenbrietzen gerockt. Ja, wie ihr hier sehen könnt, sind diejenigen, die so richtig ab. Die haben nämlich diesmal als Titelverteidiger beim 11. Andreas Müller Cup in Treuenbrietzen ihren Einstieg gehabt. Und was heißt ihren Einstieg? Wie gesagt, Titelverteidiger und haben mit einer erneuten bärenstarken Leistung gewonnen. Souverän haben sie mit, jetzt muss ich nochmal schauen, wie viele Siege hatten wir gehabt. Moment, schiebt sich hin. 5 Siege und 2 Unentschieden. Und die gegnerischen Mannschaften waren zweimal der TSV Treuenbrietzen, Viktoria Brandenburg und Grün-Weiß-Groß-Bern. Mit 5 Punkten haben sie den Sieg davongetragen. Emily krönte die sehr gute Leistung von den Frauen mit einer Auszeichnung als beste Torschützin. Ja, herzlichen Glückwunsch, da kann man nur sagen, wirklich. Und dann am Sonntag so früh am Morgen so fit zu sein, scheint sich ja ein Dauerzustand bei den Damen so anzubahnen. Da muss ich mich ja künftig entscheiden, ob ich lieber zu den Männern gehe oder zu den Frauen. Bei allen schafft man es ja gar nicht. Aber toi, 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 wirklich gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fehlt nur noch das Wetter. Lieber Matze, was möchtest du uns mitteilen? Mit Schnee wird bei dir nichts. Wird's warm? Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ich habe mal nachgemessen, das Wochenende war zu kurz und auch noch total verregnet. Also wer das Wochenende nicht sonntags auf der Couch wenigstens vollbracht hat, ja, der muss den Regen mögen. Ich nicht und deswegen war der Sonntag auch ziemlich ruhig. Nach diesem halbwegs stürmischen Wochenende bis in den Montag rein hat man auch arge Windböen und jetzt am Montag schon wechselhaftes Wetter mit einigen Sonnenflecken dazwischen. Haben wir natürlich
die kommenden Tage noch mehr Sonne, noch weniger Regen und die Temperaturen steigen auch noch weiter und wir zielen auf ein sonniges Frühlingswochenende hin. Es soll wohl doch ganz angenehm werden mit Temperaturen, die für den Februar vermutlich nicht so richtig passend sind. Der Winter verleugnet sich bei uns nach wie vor und es kann aber unter ganz ungünstigen Umständen vielleicht nachts noch mal an die 0 Grad oder vielleicht ganz minimalen Frost geben, aber mehr sollte es in der Woche auch nicht sein. So denn, würde ich sagen, kommt gut durch die Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Ja Mensch, das ist ja schon mal nicht schlecht. Wetter wird gut, wird Zeit, die Bikini-Figur wiederherzustellen. Ich gehe schon wieder fleißig joggen durch den Wald. Wenn es nicht ganz so kalt ist, geht's auch wieder. Dann friert man nicht so, obwohl beim Laufen sowieso nicht. Jo, kurz und knapp diesmal wieder. Das war's bei Borkheide News TV. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss!